Grüßt meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelodon zu einem neuen Video der Sommertour 2017 hier aus Salzwedel. Aus dem Turm, aus dem Rathausturm, dem Aussichtsturm vom Salzwedler Rathaus. Durch die Touristeninformation gelangt man auf den Turm. Durch ein großes Tor gelangt man in ein Treppenhaus mit ganz vielen Treppen. Zum Turm hin geht es dann sehr viele Stufen hinauf. Wenn man auf dem Weg müde geworden ist, kann man sich ein wenig setzen. Wenn man schon schwindelig ist vom Treppensteigen in der Wendeltreppe. Ja, ich bin ziemlich durchnässt und fertig. Ja, was daran liegt, dass ich ein ganzes Abenteuer hinter mir habe. Leider habe ich dieses Abenteuer nicht gefilmt. Es tut mir leid, ich hätte es filmen sollen. Aber hat sich nicht ergeben. Ja, jetzt habe ich mich mal rausgewagt für euch hier auf den Turm. Ihr habt da die wunderschöne Aussicht von Salzwedel. Ja, man könnte sich halt noch einen besseren Tag, ein besseres Wetter zum Citytour aussuchen, aber ja, ich habe heute diesen Tag und dieses Wetter getroffen. Ja, muss wohl damit leben. Ihr glaubt es nicht, wenn ich euch sage, dass ich im Plan gehabt habe, das Baumkuchenhaus in Wernigerode zu besuchen. Dachte, es ist in Salzwedel und mich hier eine Zeit lang auf die Suche nach dem Wernigeroder Baumkuchenhaus begeben habe. Ich glaube es ja selbst nicht. Ach Mensch. Beim Baumkuchenhaus denkt man halt zuallererst an Salzwedel und diese Stadt ist auch ja, Baumkuchenstadt irgendwie und vielleicht werden wir ja hier noch einiges sehen. Vielleicht kriege ich ja auch noch einen Baumkuchen vor die Linse und dann hat sich das zumindest halbwegs gelohnt. Hat sich mein Plan doch zumindest teilweise in die Tat umgesetzt. Ja, genießt noch ein bisschen diesen wunderschönen Ausblick hier. Da hinten haben wir so ein bisschen Schornsteinmäßiges. Scheint ein Industriegebiet zu sein. Ich finde, Salzwedel ist dann auch eine schöne Stadt. Und deshalb kam sie auch auf meine Liste. Nicht nur wegen dem Baumkuchenhaus, das es hier nicht gibt, sondern auch wegen dieser wundervollen Skyline. Vielleicht kriege ich hier irgendwie ein Thumbnail hin bei der Gelegenheit. Ich weiß, meine Haare sehen heute nicht so hervorragend aus, aber das ist dem Regen zu verdanken. Ich wurde mehrmals ordentlich durchgenässt. Ihr seht auch mal die andere Seite von Salzwedel. Ducken. Da wird's eng.
und einen Weg zurück, wieder die Treppen hinunter, der gerade in seiner Richtung die Kamera hält. In Salzwedel gibt es an jeder Ecke irgendwo ein Baumkuchenhaus, ein Haus, ein Geschäft, wo Baumkuchen verkauft werden. Und sehr viele alte Häuser, sehr wunderschöne alte Häuser. Faszinierend finde ich diese Straßenzüge hier. Schaut euch diese Straßen an. Entgradigt, um es so zu sagen. Ich habe mir dann auch mal ein bisschen Baumkuchen besorgt, ein bisschen zum Schnabulieren. Schön, weißen. Das Ding sieht auch nicht ganz uninteressant aus, scheint so eine Art Tor zu sein. Ja. Zu lange sollte ich aber mit dem hier nicht mehr rumirren. Ich sollte mich langsam mal auf den Weg Richtung Bahnhof machen. Der ist nicht da entlang, der ist in genau eine andere Richtung. Mache ich mich mal auf den Weg und ja. So, ich habe hoffentlich noch was anderes vor die Linse bekommen. Aber da es sich so anbietet hier von diesem Aussichtspunkt aus, mache ich hier mal die Verabschiedung. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses kleine Video. Daumen nach oben sollte das der Fall gewesen sein und sollte euch dieses Video der Sommertour gemundet haben. Und lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja nicht das nächste Video der Sommertour verpassen wollt. Oder generell das nächste Video auf meinem Kanal. Ja. Dann würde ich sagen, teilt das Video weiter an alle Freunde, an alle Verwandte, damit die es auch sehen können. Ansonsten habt noch einen angenehmen frostigen Tag. Gehabt euch wohl und ich schwenk noch mal hier in die Landschaft rein, damit ihr noch mal die Aussicht genießen könnt und dann haut rinne. Ciao, ciao.